Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Runaway Teen Challenge. Das ist der zweite Teil. Unsere liebe Emma ist gerade beim Multitasking. Sie hat nämlich hier den Streuner oder die Streunerin, macht Hausaufgaben und ist am Handy. Und ihr seid ja das letzte Mal mega eskaliert. Das Video, der erste Teil, hat so viele Aufrufe und über 20 Likes gekriegt. Wow! Einfach wow! Tausend Dank! Das hatte ich, ich bin sprachlos. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass das so gut ankommt. Dementsprechend nehme ich jetzt direkt die zweite Folge auf. Und Emma ist noch bei den Hausaufgaben. Aber ihr geht soweit noch ganz gut. Da haben wir Glück. Es kam auch die Idee, oh Gott, es wird dunkel, dass wir Fifi eventuell adoptieren können. Aber mit dem Budget können wir uns leider echt keinen Hund leisten. Also wir können mit Fifi häufiger mal was unternehmen und so, aber sie richtig adoptieren. Ich glaube, wir sollten so verantwortungsvoll sein, verantwortungsbewusst sein und eine Anschaffung eines Tieres wirklich gut überlegen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Und du hast Hunger. Wollen wir mal schauen, ob du irgendwie... Hausaufgaben fertig, wunderbar. Ob du irgendwie, keine Ahnung, nochmal was Gegrilltes findest oder sowas? Hier, willst du die mal erschrecken? So, ich glaube, das letzte Mal hatten wir schon einiges aufgesammelt. Meryl? No. Du kleines Dutzi. Oh. Ja, wir können das super gut verstehen, weil wir sind ja auch eine Streunerin momentan und uns ist auch saukalt. Schwarm erschrecken. War das schön? Oh, ja. Oh ja, und eine Pizzabrot, denn du hast nicht zufälligerweise noch alte Pizza von gestern für uns oder so? Judith, die stalkt die uns? Kann das sein? Hier ist das noch gut. Noch eine Stunde haltbar. Los, Emma! Du darfst doch eigentlich keine elektronischen Geräte benutzen, solange du kein Obdach hast. Das Handy zähle ich mal jetzt nicht dazu, weil man kann es ja nicht deaktivieren. Dementsprechend ist das so okay. Wir müssen aber gleich nochmal gucken, dass wir bei unserem Grundstücksmerkmal abseits vom Netz wählen. Das habe ich nämlich das letzte Mal vergessen. Und wenn wir gleich nach Hause gehen, wenn Emma was gegessen hat, dann kann es losgehen. Und keine Ahnung, wo sie duschen soll. Da müssen wir gleich nochmal irgendwie irgendwo hinreisen, wo man duschen kann, wo man eventuell eine warme Bank für uns hat. Wir brauchen ja nicht viel, aber eine Bank wäre schon nett. Haben wir hier irgend noch was zum Ernten? Brand? Tatsache, Brand kenne ich überall, mein absoluter Lieblingstownie. Hier wohnen wir. Also wohnen, hausen. Ich meine, wir haben hier nicht mal eine Unterkunft. Oh, hier ist wieder Silver, genau. Hier kannst du hier mal graben. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, hier war nichts. Doch, hier ist was. Ja, blöd, dass wir hier nicht angeln können, ne? Ich meine, es sieht total schön aus, total friedlich. Muss ich gleich mal einen Screenshot von machen. So. Auch ein mit Reshade. Wegen den schönen Farben. Und ja, wenn das so zugefroren ist, kann man natürlich nicht angeln. Das ist richtig. Hallo Weihnachtsmann. Wir dürfen auch nicht mit dir reden, Clemens. Du bist auch so eine richtig typische Katze, ne? Hauptsache betteln. Bedien dich. Ich meine, du kriegst Bauchweh davon. Du kriegst Bauchweh davon. Das ist schlecht. Ja. Wir geben dir trotzdem mal ein Leckerchen. Guck mal, die 5 Simoleon haben wir. Ach nee, wir gehen ja gerade sammeln. Ja, hör auf, das zu essen. Das, du bist eh schon satt. Das ist okay. Hier bellt gerade wieder was. Ach so. Okay, danke schön. Und wir düsen jetzt nach Hause. Oh, eine schwarze Katze. Ja, Brunetton Bay hat sehr, sehr viele Tiere. Wie wir ja gerade feststellen. Und, ja, da ist Silver schon wieder. Ja, wir haben sehr, sehr viele Tiere. Das sind einfach alles unsere Haustiere. Wir müssen sie nicht füttern. Die versorgen sich selbst. Hast du da jetzt schon? Hast du da noch gar nicht? Oh, guck mal, da ist Fifi wieder. Oh, Fifi ist so eine treue Seele. Hier, Emma, du solltest doch hier auch graben, bitte. Aber ich kann ja mal eben das Grundstücksmerkmal ändern. Wir haben ein normales Grundstück, so 30x20. Und keine Grundstücksmerkmale. Wir haben hier auf jeden Fall abseits vom Netz.
und ja, Frischluft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Aber sonst können wir da noch nichts groß machen. Ja. Ja, wenn es unser Versteck ist. Ein Haus mit diesem Merkmal schreckt fast alle Besucher ab. Geringer Effekt an gemeinschaftlichen Plätzen. Ja, wir sind halt quasi mitten im Wald und jo, das sind jetzt unsere Grundstücksmerkmale. Wenn wir schon nichts haben, dann wenigstens Grundstücksmerkmale. Ne, Emma? Wir müssen gleich dringend irgendwo hinreisen. Also, Hobby Galoppi, wir wollen das eben mal ausgraben und dann reisen wir. Ich habe zwar noch absolut keinen Plan, wohin. Und ich hoffe einfach mal, dass der Ladebildschirm jetzt nicht so mega lange dauert. Aber wir müssen irgendwo hin, wo wir duschen können. Ja, Schwimmbad und sowas habe ich jetzt alles noch gar nicht platziert. Hm, da ist keine Dusche. Fit wie ein Turnschuh. Da müsste doch zumindest eine Dusche sein, oder nicht? Was habe ich denn noch platziert? So viel habe ich momentan noch gar nicht platziert. Müsste ich dringend mal machen. Hier, wir gehen mal hier hin. Nee, wir gehen alleine. Komm, Emma, wir wollen duschen gehen. Dann duschen wir heute halt im Moment im Fitnessstudio. Wir sagen einfach mal, uns hat ein freundlicher junger Erwachsener oder ein freundlicher anderer Teenager, so aus der Schule oder so, einfach nochmal mit reingenommen. Oder wir haben uns reingeschlichen, wenn keiner geguckt hat. Das kann natürlich auch gut sein. Ich glaube, das passt besser zu Emma, weil Emma hat keine Freunde. Was irgendwie echt bitter ist. Aber Hauptsache, sie kann duschen. Das wäre schon mal wunderbar. Und so wenig Geld haben wir schon gar nicht mehr. Ab 500 Simoleon dürften wir auswärts essen. Und wir haben jetzt, glaube ich, 370. Wir müssen nochmal gucken, was in unserem Inventar ist. Oh, wer bist du denn? Junge Erwachsene. Paparazzi. Warum ist hier ein Paparazzi? Oh, hier sind die aus der Uni und aus dem Erweiterungsdings. Dusche. Sind hier unten die Duschen? Guck mal, hier sind die Duschen. Schau, Emma, schnell. Nochmal eine dampfende Dusche. Ist nämlich echt kalt draußen. Und dann können wir gucken, ob wir hier irgendwo Nickerchen machen können. Und während wir dich stalken, während du duschen gehst, was echt falsch klingt, so, gucken wir nochmal hier. Ja, okay, viel hast du da jetzt nicht mehr. Aber wir sind schon fast bei 400. Das ist doch schon mal besser als gar nichts. Oh, das ist aber eng hier gebaut. Ist ja so ein EA-Ding. So, wo haben wir hier noch was zum Schlafen? Das hätte ich auch da rangeschoben. Na gut, muss ich nicht verstehen hier. Na gut. Hier ist nichts. Hier ist auch ein Draußenbereich. Hier im Schwimmbad könnten wir schlafen. Hier schaut doch bestimmt keiner nach, oder? Das finde ich auch gut. Vielleicht können wir ja gleich noch ein bisschen schwimmen, wenn du aufgewacht bist. Komm, Emma. Komm. Oh, müssen wir aufpassen. Wobei, ne, junger Erwachsener geht noch. Junger Erwachsener ist noch okay. Guck mal. Pass bloß auf, Emma. Hauptsache, du rennst mit Socken und mit Handtuch hier rum. Und einer Kette? Wo hast du die denn jetzt her? Ich habe dir keine Kette gegeben und auch keine Ringe. Emma? Was ist da schon wieder schiefgelaufen? Na gut. Dann schlaf erstmal. Und wenn du fertig bist mit Schlafen, dann ziehst du dich bitte mal um. Wir übernachten im Schwimmbad. Bestes Projekt ever. Machen wir hier auch mal einen Screenshot von. Dumm. Schlaf gut, Emma. Träum was Schönes. Und ich will dich unbedingt von hier runterspringen sehen. Ich glaube, dann kannst du direkt nochmal schlafen. Weil so lange machst du gerade kein Nickerchen. Mal gucken, ob wir irgendwo noch was klauen gehen können. Kann man an Gemeinschaftsgrundstücken was klauen? Das weiß ich gar nicht. Aber wenn ich spule, dann stockt das Spiel so. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Nee, nur ansehen. Nee. Wir könnten mal debattieren üben.
Da können wir doch andere davon überzeugen, irgendwas für uns zu machen, oder nicht? Das wäre doch auch schon mal was ganz Gutes. Dann kannst du manipulativ werden. Das passt doch zu deinem Kleptomanie-Stil. Ach, dein Tattoo. Ich finde das hübsch. Auch wenn das bei den Socken hier überhaupt keinen Sinn macht. Oh, du schläfst direkt durch? Das wusste ich nicht. Ist jetzt wahrscheinlich super spannend, hier jetzt zuzuschauen, während Emma einfach nur schläft. Weil das dauert bei mir irgendwie ein bisschen lange. Los, Emma, schlaf schneller, schlaf intensiver. Schlaf mit mehr Motivation, mit mehr Hingabe. Schlaf einfach tiefer. Ja, schlaf tiefer, das macht mehr Sinn, glaube ich. Emma, schlaf schneller. Vielleicht schneide ich zukünftig auch solche Sachen einfach raus, wenn sie schlafen geht oder so. Weil das jetzt anzugucken ist jetzt gerade wirklich nicht spannend und die Zeit vergeht halt einfach nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das haben wollt, ob ich solche Sachen drin lassen soll, während ich dann einfach irgendwelche Scheiße laber. Oder ob ich das einfach rausschneide, während sie jetzt zum Beispiel schläft. Und du hast schon wieder Hunger und du hast Blase. Eventuell können wir gucken, dass wir irgendwie ein Zelt gekauft kriegen. Das wäre ganz gut. So, Emma, jetzt wollen wir aber mal ein bisschen Arschbombe, ein bisschen Action sehen. Zeig uns mal dein Schwimmoutfit, was nur aus deiner Unterwäsche besteht. Aber, oh, Energie geladen? Bombensicher. Es gibt doch nichts Besseres, als sich tief unter der Erde aufzuhalten und sicher von Beton umgeben zu sein. Los, Emma! Patsch! Sehr gut. Hier, dann kannst du ein bisschen energiegeladene Runden schwimmen. Dann sind wir hier wenigstens im Schwimmbad ein bisschen sicher. Nee, das ist kalt. Das ist kalt. Wir müssen Toilette. Guck mal. Kannst du hier nochmal Pipi machen? Und Essen müssen wir uns gleich noch irgendwie organisieren. Aber hier, ich würde gerne, dass du debattieren übst. Jetzt nicht unbedingt in seiner Unterwäsche. Ach, egal. Egal, du kriegst das schon hin. Die laufen alle sehr speziell rum. Na gut. Na gut. Dann wird das wohl so richtig sein. Dann macht man das hier in Windenburg so. Es ist eine wirklich sehr offene Gesellschaft. Los, Emma, Attacke. Und dann müssen wir gucken, dass wir nach Hause reisen. Eventuell. Vielleicht grillt da ja wieder jemand. Weil während du debattieren übst, kann ich immer mich mal in Windenburg ein bisschen umsehen. Hier kannst du einen Schneemann bauen. Oh, das ist voll schön. Das ist richtig hübsch. Guck mal, hier ist eine Staffelei. Oh nee, so viel Geld haben wir gar nicht. Nee, dann das wollen wir lieber nicht dafür ausgeben. Wir brauchen was zu essen. Hier habe ich auch noch ein eigenes Café gebaut. Das kann ich auch mal platzieren und du musst bald in der Schule sein. Aber in die Schule gehst du nicht. Du meldest dich krank. Urlaubstag nehmen. Mach das mal bitte, Emma. Und die ist am Joggen. Ist das nicht kalt? Wir brauchen unbedingt was zu essen. Nee, hier ist auch nichts zu essen. Nee, wo finden wir denn jetzt was? Hallo. Hallo. Wir brauchen was zwischen die Kiem. Wir haben keine Kiem. Wir brauchen was in unserem Bauch. Ich glaube, hier gibt es nichts zu essen. Hier ist nur so ein Toilettending, aber das brauchen wir ja nicht. Hä? Ah ja, und Toast zubereiten? Emma. Hier ist eine Küche drin. Oh mein Gott. Aber Eier und Toast kannst du nicht zubereiten. Aber du kannst einen Snack nehmen. Stand der Mahlzeit essen. Hier, Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Guck mal, das ist doch perfekt.
Und du möchtest eine Schneeballschlacht machen. Und nee, das ist eine Erwachsene. Mit der darfst du nicht reden. Und zieh dir bitte was an. Emma, komm schon. Zieh dir was an. Es ist kalt und du kannst ja nicht in Unterwäsche rumtun. Wie sieht das denn aus? Bist du denn lebensmüde? Hey, du sollst doch was essen, bitte. Schnelle Mahlzeit essen. Erdnussbutter, Gelee-Sandwich. Guten Appetit, Emma. Ja, es ist kalt. Ich kann da doch auch nichts für. Doch, kann ich, aber ich sag, ich kann da nichts für. So, guten Appetit. Wirklich, happy sieht sie ja nicht aus. Naja, aber wie kommst du auch auf die Idee, im Winter aus dem Heim abzuhauen? Hättest du nicht bis zum Frühling noch ein bisschen durchhalten können? Wahrscheinlich ist jetzt kurz vor Weihnachten irgendwas passiert, dass sie es keine Minute länger mehr da ausgehalten hat. Und guck mal, wie sie schmollt. Och, Emma. Es tut mir so leid. Wir lernen dich ja auch erstmal kennen, ne? Unser armes Mädchen. Oh, ich würde gerne noch was klauen. So schlecht geht's dir nicht. Wir spielen dann gleich nochmal irgendwie mit Fifi oder so. Nur müde bist du schon wieder. Da müssen wir ein bisschen gucken, was wir mit dir machen. Wir müssen unbedingt an Geld kommen. Oh, da ist ein Billy Young. Was bist du denn so traurig? Aber du bist hier bald fertig. Wir können uns nicht lange hier in so einem Ort aufhalten, weil sonst werden die Leute auf uns aufmerksam. Super, brauchst du nicht abräumen. Es ist kalt, ja, ich weiß. Ich weiß doch. Wir müssen jetzt aber wieder nach Hause. Nach Hause, Windenburg. Nee, gar nicht Windenburg, Brindleton Bay. Hier sind wir zu Hause. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie was finden. Es ist so ärgerlich, dass wir nicht angeln können. Weil daran habe ich beim ersten Teil wirklich nicht gedacht, dass es zu kalt ist, weil der See logischerweise zugefroren ist. Weil ich auf so naheliegende Dinge nicht komme. Ich kann nicht sprechen. Irgendwie ist halt der Wurm drin. So, das Spiel will nicht richtig und also das mit den Spulen meine ich, ne? So, finden wir hier noch irgendwas? Und es ist windig. Es ist so windig. Kannst du nur ansehen. Oh, du machst Liegestütze. Okay, das ist okay. Kannst mal singen üben. Vielleicht bringt dir das ja Spaß. Und ich gucke, was wir hier noch eventuell an Geld auftreiben können. Und bitte erfrier mir nicht. Oh Gott, Emma, bitte erfrier mir nicht. Aber du bist doch nicht blau. Noch ist alles gut. Guck mal, hier hätten wir im Frühling zum Beispiel eine Bank zum Schlafen. Sie übt jetzt singen. Man müsste meinen, ich würde schon ein paar Plätze kennen, wo man hier was buddeln kann. Aber nein, weiß ich leider nicht. Aber hier war doch was. Oder ist das noch nicht wieder respawned? Aber hier das Gammelkram ist jetzt weg. Hier ist auch nichts zum Buddeln. Was ist das? Nee, das ist nichts. Hier hinten ist auch nichts. Nee, können wir nicht anklicken. Mist, Emma, was machen wir denn jetzt? Oh Gott, ich habe irgendwie ein bisschen Angst um dich, dass du nicht mehr so lange durchhältst. Weil... Naja, wir haben heute nicht viel Geld gemacht. Aber Emma singt jetzt gerade ganz wundervoll und es bringt ihr immerhin Spaß. Und ihr geht's nicht so richtig kacke. Die ist energiegeladen, die ist doch... In erster Linie im grünen Bereich. Emma, alles gut. Alles gut. Ich mach nur das Outro gerade. Sing weiter. Du machst heute unsere musikalische Untermalung. Ja, sozial ist jetzt nicht mehr so toll. Aber, wie gesagt, wir streicheln einfach im nächsten Part nochmal ein Tier und müssen gucken, wie wir Geld dran schaffen. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Tipps, wo man im Winter an Geld rankommen kann. Sonst müssen wir wirklich mal Leute besuchen. Bei denen zu Hause und den Sachen stehlen. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt Schelmfähigkeit lernen können. Wir brauchen Kinder oder junge Erwachsene. Bei Senioren dürfen wir, glaube ich, auch nicht quatschen.
Oder am besten andere Teenager. Warte, warum sind wir hier mit dir im Minus? Hallo? Justin, was haben wir denn mit dir gemacht? War doch alles gut. Na gut. So, Emma. Ich verabschiede mich aus diesem Part. Wie gesagt, schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Oder im nächsten Part der Runaway Teen Challenge. Bisschen motivierter, Emma, bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.